Liebe Menschen am Lagerfeuer, herzlich willkommen bei Glück über Zweifel. Mein Name ist Katrin Stahl. Ich bin Coach für sinnerfülltes Leben und inneren Frieden. Und an diesem Lagerfeuer geht es um die Heldinnen und Heldenreisen des Lebens. Und eine ganz besondere Heldenreise und viele von uns träumen davon, ist es, auszuwandern oder zumindest auf Zeit irgendwie im Ausland zu leben. Und ganz viele Menschen jetzt gerade entwickeln diesen Traum oder haben ihn schon. Und heute am Lagerfeuer wird es volle Pulle um dieses Thema gehen, weil bei uns nämlich Kati Ursinius sitzt. Und Kati ist ausgewandert vor 6 Jahren auf die Kanaren. Und sie hat auch noch eine Masterarbeit über das Thema Auswandern geschrieben und darüber, wie sich das auf die Persönlichkeitsentwicklung auswirkt. Fand ich super spannend. Das haben wir gerade eben, habe ich gerade eben erst im Vorgespräch tatsächlich erfahren. Und genau, und wenn du mir schon ein bisschen folgst, dann weißt du, dass ich zurzeit auf ja, für einige Zeit in Frankreich lebe und meine Familie eben in Hamburg geblieben ist. Und so werden wir uns jetzt ganz spontan mit dem Flow unterhalten am Lagerfeuer über das Thema Auswandern. Und dich erwartet ein wirklich spannendes und inspirierendes Gespräch. Herzlich willkommen. Und herzlich willkommen, liebe Kati. Ja, lieben Dank dir für die Einladung. Wie schön, dass du auch aus Hamburg kommst. Ich bin ursprünglich auch aus Hamburg. Ach, guck mal. Meine Familie lebt auch noch dort und ich bin auch ganz, ganz viel da zu Besuch. Ach nein, guck mal, das wusste ich auch nicht. Wie schön. Ja, herrlich. Liebe Kathi, erzähl mal, wie kam es denn überhaupt dazu, dass du ausgewandert bist und warum dorthin, wo du jetzt bist? Ja, ich bin in Hamburg so in diesem ganz klassischen Hamsterrad gewesen. Ich glaube, was auch alle kennen, aus Arbeit, sehr karriereorientiert gewesen und habe einfach gemerkt, ich bin nicht mehr so happy gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also man hat das so gemerkt, immer so kleine, ich sag mal so, Wehwehchen hatte ich, so Hautprobleme, Magenschmerzen. Ach, ich war irgendwie nie so richtig happy. Ich habe mir viele Dinge gekauft, um mich besser zu fühlen. Das zog sich auch eine ganze Zeit lang hin. Nach außen hin war ich wahnsinnig erfolgreich in meinem Job, aber innen drin habe ich schon gemerkt, irgendwie bin ich nicht mehr ganz so happy. Und ich hatte aber nie mit dem Gedanken gespielt, auszuwandern oder so, oder auch ehrlich gesagt meine Situation zu verändern. Und dann ist es sehr spontan gekommen. Ich habe an meinem 28. Geburtstag hier alleine auf Fuerteventura Urlaub gemacht, auf dem Tierschutzhof. Und ich habe mich hier so geborgen und so wohl gefühlt und habe irgendwie gemerkt, irgendetwas ist in meiner Seele hier angekommen, wonach ich schon ganz, ganz lange gesucht habe, diese Verbindung zur Natur, die Nähe zu den Tieren. Und dann hat mich die Besitzerin hier an meinem 28. Geburtstag gefragt, und Kati, was wünschst du dir zum Geburtstag? Und da habe ich gesagt, ich möchte hier bleiben. Und das war dann auch, als ich das erste Mal so ausgesprochen habe und sie gesagt hat, na dann mach das doch einfach. Klingt irgendwie so simpel, aber genau so ist der ganze Stein ins Rollen gekommen. Und genau das habe ich dann auch gemacht. Ich bin nur zurückgeflogen, um meinen Job zu kündigen, um ein paar Sachen zu packen. Ich habe alles so gelassen in Deutschland, wie es war. Und bin dann erstmal hier nach Fuerteventura gegangen. Habe auch meine Wohnung und alles erstmal noch gelassen, weil ich gemerkt habe, so diese innere Calling, dieses innere Gefühl, was sich gemeldet hat, dem möchte ich erstmal nachgehen und gucken, was irgendwie daraus wird. Also arbeitslos, planlos und so leicht überfordert bin ich dann auf der Insel hier angekommen und musste mich erstmal wieder dann neu erfinden. Also das, was viele machen, eine Auswanderung super lange im Voraus planen und vielleicht auch, wenn man Familie hat, das ist nochmal was ganz, ganz anderes. Aber bei mir war es ehrlich gesagt eine ganz spontane Geschichte und ich glaube, hätte ich länger drüber nachgedacht, wäre mein Kopf aktiv geworden, hätte so eine Pro-Kontra-Liste gemacht, und dann wäre das wahrscheinlich nicht so schnell gegangen. Also dementsprechend, wie bin ich ausgewandert? Sehr, sehr spontan. Ja, und schön, dass du das sagst auch. So was passiert denn, wenn wir es gleich machen, wenn der Impuls da ist und wenn wir uns gar nicht erst Zeit geben, diesen Zweifler sprechen zu lassen, weil der wird uns natürlich zurückhalten wollen. Der möchte ja keine Veränderung. Und deswegen, ich finde es auch sehr schön, was du sagtest, so deine Seele ist angekommen. Und so, wenn ich dran denke,
Wenn ich das Gefühl habe, meine Seele kommt an, so ich spüre das sehr körperlich auch. Und da ist dann so eine Ruhe, so eine ganz große Ruhe. Und das Suchen hat irgendwie ein Ende. Wie ist das für dich? Absolut, das kann ich nur bestätigen. Plötzlich hat sich auch so ein Gefühl in mir breit gemacht, was ich ganz, ganz lange nicht kannte. Genau das, was du im Grunde sagst, eine Ruhe. Eine Ruhe, ein wohliges Gefühl im Bauchraum, habe ich das immer genannt, was ich lange nicht kannte. Und für mich war es auch eher diese körperliche Ebene, wo ich gemerkt habe, das tut mir gut. Und wo ich eingehend noch gesagt habe, in Deutschland hatte ich so viele Wehwehchen und auch dieses Unwohlsein, irgendwie diese Unzufriedenheit letztendlich, muss ich sagen, ich war die letzten Jahre so wenig krank. Mir geht es insgesamt einfach so, so, so viel besser. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass ich mehr in Verbindung mit mir selber auch wieder lebe, mehr auf meine Intuition höre. Und genau diese Auswanderung war eigentlich auch der Auslöser, wenn ich es mal so sehen möchte. Da habe ich auf meine Intuition gehört, da habe ich den richtigen Weg gewählt. Und seitdem ist dieses Gefühl in mir, darauf zu hören, auch einfach sehr, sehr mächtig. Und das zieht sich in allen Lebenslagen durch, sei es meine Arbeit, wo ich sehr intuitiv arbeite, sehr gefühlsbezogen. Die Sachen müssen sich richtig anfühlen. Manchmal sind die rational gar nicht so schlau. Aber sie fühlen sich richtig an. Und das ist genau das, sozusagen, wo ich auch immer darauf achte, dass es für mich innerlich einfach stimmig ist. Ja, das ist sehr schön. Und auch, dass du das jetzt nochmal mit den körperlichen Symptomen angesprochen hast. Ich mache gerade so eine große Reihe auf Instagram über körperliche Symptome und was die zum Beispiel damit zu tun haben, wenn wir unsere gesunde Aggression nicht leben. Und gesunde Aggression bedeutet eben so, ich gehe ins Leben. Und ich weiß, was ich möchte und ich handle dafür und ich verlasse unter Umständen eben auch den Rahmen, der da ist. Und in dem Moment, wo wir das tun, kann es wieder weit werden in uns. Und dann hören die Wehwehchen auf. Ja, super schön, wie du das beschrieben hast gerade. Genau das ist es, ja. Ja, schön. Okay. Ja, liebe Kathi, und dann warst du da. Dann war ich da. Und dann, wenn man so möchte, begann eigentlich wirklich die Reise, weil ich sage mal, Auswandern ist nicht schwer. Also gerade in Europa, man nimmt halt die Sachen und dann lebt man woanders. Das ist jetzt nicht so der Rieseneck. Für mich war es viel schwieriger, mir dann zu überlegen, was mache ich da denn jetzt? Also früher war zum Beispiel, mein Name ist Katharina. Ich habe mich auch früher immer Katharina genannt. Und als ich dann ausgewandert bin, mich den Leuten, ich kannte hier niemanden, habe ich vorgestellt, habe mich einfach Kati genannt. So, das war das neue Ich, wenn man so möchte. Dann war aber die Frage, wer ist denn jetzt Kati? Was macht denn jetzt Kati so irgendwie? Und ich muss sagen, das war eigentlich für mich auch so das erste halbe Jahr, so mit die schwerste Zeit. Also, weil ich habe zwar alles hinter mir gelassen, aber du hast eingangs schon gesagt, so die Dämonen, die man so mit sich hat. Dieser Satz, so du bist du, egal an welchem Ort. Also ich weiß nicht, wie oft ich am Strand geweint habe, mich irgendwie überfordert mit meinem neuen Leben gefühlt habe, weil ich jetzt zwar an einem wundervollen, traumhaften Ort war, aber mir gedacht habe, naja, innerlich hat sich irgendwie dann doch nicht so viel verändert. Fast so ein bisschen Ernüchterung, die sich breit gemacht hat. So, am Anfang habe ich noch sehr viel abgelenkt, ne, ist schön, man ist in der Sonne, man ist am Strand, alles ist neu. Aber irgendwie nutzt sich das dann auch relativ schnell ab. Und dann kommt man so bei seiner eigenen Essenz an und man ist mit sich so selber konfrontiert und denkt sich so, irgendwie mag ich mich selber gar nicht. Und da begann eigentlich so dann die neue Reise, sich mit mir auseinanderzusetzen, auch so ein bisschen Vergangenheitsgeschichten aufzuarbeiten, mir auch nochmal anzugucken, wie bin ich eigentlich in diese Situation gekommen. Mir hat die Verbindung zu den Tieren hier vor Ort sehr, sehr geholfen. Weil ich habe das einfach so gespürt, diese Seelen, die mich umgeben haben. Ich mag einfach die Arbeit mit Tieren auch so gerne. Das war für mich schön, in der Stille, in der Natur zu sein, war für mich sehr, sehr wichtig. Und ja, um es ehrlich zu sagen, ich habe auch einfach ganz viel geweint. Ich hatte ganz viele Zweifel und musste ganz, ganz viel rauslassen. Ich habe ganz, ganz viel Yoga gemacht, ich habe ganz viel meditiert, ich habe Stille zugelassen, etwas, was ich früher niemals ertragen konnte. Stille. Boah, grausam. Entweder musste der Fernseher laufen oder Musik musste laufen, aber Stille und auch alleine sein.
konnte ich früher nie und heutzutage liebe ich das. Und damals habe ich den Satz gelesen, wer zu sich selbst kommen möchte, muss erstmal durch sich selbst hindurch. Ja. Und das beschreibt diesen Prozess von meinem ersten halbes Jahr bis ein Jahr eigentlich sehr, sehr gut. Ich musste einmal durch mich selber hindurch diese Kati selber eigentlich neu erschaffen. So ein bisschen Daseinsberechtigung. Was mache ich hier? Ich meine, wir messen uns sehr oft am Beruf, ne? Wer sind wir? Früher gab es noch so Visitenkarten, die haben einem irgendwie das Gefühl gegeben, da steht drauf, wer man ist. Ne? Man hat einen Titel. Ja, und plötzlich hatte ich hier nichts mehr, hatte ja auch keinen Job am Anfang. Dann ganz viel rumprobiert, ganz viel irgendwie gejobbt, habe bei jedem Job gemerkt, nee, irgendwie ist es das nicht, wurde aber auch immer frustrierter, weil ich nicht wusste, was soll ich denn dann machen. Also dieses Glorreiche, was sich viele vorstellen, das war bei mir erstmal nicht so. Hat natürlich auch damit zu tun, dass ich das Ganze nicht wirklich geplant habe, ne? Ich glaube, sonst könnte das auch besser laufen. Aber viele sehen dann einfach nur den schönen Strand, das Lächeln und so weiter und denken sich, oh ja, Mensch, da ist das Leben bestimmt traumhaft schön. Und deswegen spreche ich auch so offen und ehrlich darüber, dass es einfach, ja, nicht immer so ist. Ja, und ich möchte noch eins obendrauf geben. Ich weiß nicht, ob dir das auch so gegangen ist, aber also ich kenne das genauso, wie du es gerade beschreibst. Und wenn du dann an diesem wunderschönen Strand sitzt, nachdem du dich so gesehnt hast und endlich bist du da, und dann geht es dir trotzdem nicht 100% happy. So für mich war das dann, was stimmt nicht mit dir? So, ne? Also dann hast du noch so einen oben, der dann auch noch so ein bisschen Kritik übt und sagt, du hast alles, was du wolltest, und trotzdem kriegst du es nicht hin. So dieser kleine Moment, und dann zu sagen, stopp. Und dass wir dann sagen können, so, ja, nee, aber genau das ist wichtig, was du jetzt sagtest. Einmal durch alles durchgehen, weil wir uns eben so sehr verlieren, auch im Alltag, und uns, wirklich uns verlieren in dem, was wir wirklich sind. Und ich stelle so gerne diese Frage, wer bist du, wenn du niemand sein musst? Und das war ja genau der Punkt dann, an dem du auch warst in dem Moment. Absolut. Also ich kann es auch nur bestätigen, dass es für jeden auch sich mit sich selber zu konfrontieren und auch so, ich glaube, es ist auch ein perfektes Alter, wenn man so in den 7er-Rhythmen im Leben denkt, dann ist 28 genau die Zeit, wo auch nochmal eine Neuorientierung stattfindet. Und ich glaube, dass ich genau in dem Alter auch den Schritt gegangen bin, war auch für mich in dem Moment genau der richtige Weg. Das sehe ich jetzt natürlich Jahre später, aber nichtsdestotrotz bin ich da sehr, sehr froh, gesagt zu haben, ich beschäftige mich mal intensiv mit mir selber und setze mich mit mir selber auseinander. Und das auch nicht so viel unbedingt über Ratgeberbücher und Podcasts und Informationen im Außen, sondern mehr, wir haben im Spanischen die Formulierung, dass wir sagen, das Leben findet draußen statt. Also auch die Entwicklung findet draußen statt und nicht alleine klein im Kämmerchen irgendwie, sondern indem wir uns Situationen stellen, indem wir von unserem Umfeld geformt werden, indem wir von anderen Menschen, von Tieren lernen, von der Natur lernen, indem wir einfach über uns selbst hinauswachsen. Und das hat mir sehr, sehr geholfen, weil das war letztendlich genau die Schule des Lebens, die ich zu dem Zeitpunkt brauchte. Ja, sehr schön. Du hast ja auch eine Masterarbeit eben darüber geschrieben, wie es Menschen ergeht, die auswandern. Möchtest du ein bisschen was darüber erzählen? Ja, das war ganz witzig. Und zwar, als ich ausgewandert bin, hatte ich noch meine Masterarbeit offen. Ich hatte meine Regelstudienzeit schon durch. Ich habe Coaching und Systementwicklung studiert. Und dann musste ich mein Thema einreichen. Da habe ich gedacht, na, ich war gerade frisch ausgewandert. Ich glaube, 2 Monate war ich gerade hier. Und dann habe ich das Thema eingereicht, inwieweit sich eine Auswanderung auf die Persönlichkeitsentwicklung beeinflusst, welche Einflüsse die hat. Und dann habe ich ganz viele Auswanderer interviewt, die an unterschiedliche Orte dieser Welt gegangen sind, aber auch Rückwanderer, also Leute, die zurück nach Deutschland wiederum gegangen sind. Und das war unglaublich spannend, weil zu dem Zeitpunkt war ich ja selber frisch ausgewandert. Für mich waren das ganz wichtige Informationen, die mir die Leute erzählt haben, weil ich dachte, okay, kann ich schon mal gucken, so wie läuft das eigentlich ab? Viele haben auch, um mal so ein bisschen so einen Querschnitt zu machen, was war auch so das Ergebnis der Arbeit, dass auf jeden Fall eine Auswanderung und damit verbunden eher so diese räumliche Veränderung, also örtliche Veränderung,
auch die Veränderung des Umfeldes, also von den Menschen, die einen umgeben haben und der Aufgabe, die man hatte, dass es halt sehr schnell etwas anderes einfach war, von jetzt auf gleich, dass einfach andere Potenziale in einem selber nochmal befeuert worden sind und dass sie sich auf jeden Fall schneller entwickelt haben. Es hätte eine Auswanderung nicht gebraucht, um sich zu entwickeln, aber es ist dadurch schneller gegangen. Also wenn man sich überlegt, ne, wir sind beide hier Hamburgerinnen aus dem Norden, wenn man nach München zieht, plötzlich neues Umfeld, neuer Job, und alles ist einfach auch alles nochmal neu. Man muss sich neu auf alles einstellen, weil Gewohnheiten nicht mehr so stark da sind, was das Umfeld angeht. Und auch bei den Rückwanderern fand ich ganz spannend, die haben gesagt, dass es ihnen leichter fiel, auszuwandern, anstatt zurückzugehen. Ah, Und okay. das fand ich ganz interessant, weil da war mehr der Punkt, dass sie gesagt haben, sie hatten das Gefühl, es würde vom Umfeld fast wie Scheitern wahrgenommen werden, dass sie zurück nach Deutschland gehen, weil ja eher so dieser Drang ist, weg aus Deutschland, irgendwo in der Sonne leben. Und wenn man dann bewusst wieder zurückgeht, war für einige, naja, habt ihr im Ausland nicht geschafft, ne? Deswegen seid ihr jetzt wieder in Deutschland. Und das fand ich eigentlich ganz spannend, dieser gesellschaftliche Druck, der da eigentlich so entstanden ist. Und also summa summarum waren die Leute, gerade die auch im Ausland geblieben sind, sind auch von so einer Katharina zu einer Kathi geworden. Also sie haben alle gesagt, die haben sich persönlich plötzlich Potenziale entdeckt. Ich bin auch früher Unternehmensberatung, Investmentbanking gearbeitet, jetzt als Content Designerin, super kreativer Job, früher angestellt, heute selbstständig. Also ich habe mich nochmal in eine ganz andere Richtung entwickelt und ich glaube, dass ist auch einfach durch diese Auswanderung nochmal möglich gewesen, weil plötzlich war einfach nochmal ein weißes Blatt Papier da und ich konnte mich nochmal neu erfinden. Und er hatte halt nicht schon mein bestandenes Umfeld, die schon meine ganze Vorgeschichte kannten, sondern alle haben mich neu kennengelernt. Und das haben auch alle Interviewgäste bestätigt, dass dieses, man trifft auf ein komplett neues Umfeld, hat die positive Seite, man kann sich neu erfinden. Aber auch die negative Seite, keiner kennt dich. Keiner hat eine Verbindung zu dir früher. So, keiner kennt deine Entwicklung, sondern nur den jetzigen Zustand. Und das waren eigentlich so die spannenden Aspekte, die ich auch aus dieser Zeit oder aus dieser Arbeit vor allen Dingen mitnehmen konnte, dass wir, egal wo wir sind, uns entwickeln können, aber manchmal eine örtliche Distanz auch für eine Zeit genau solche Entwicklungsschübe einfach ein bisschen, ja, beschleunigen können zum Beispiel. Ja, sehe ich auch so. Und ich glaube schon auch, dass es Umfelder gibt. Stimmt das, Umfelder? Naja, also, dass manche Menschen in einem Umfeld sind, wo persönliche Entwicklung wirklich, wirklich schwer ist, wo sie nicht stattfinden kann. Und da müssen wir einfach mal raus. So, und dann zu gucken, so, ja, und dann sitze ich in Stille. Das fand ich ganz wichtig, was du gesagt hast, diese Stille. Ja, zu sagen, so, ich lasse jetzt mal alle Ablenkung weg und ich konfrontiere mich mit mir. Und wenn du im Umfeld bleibst, also gerade wenn du auch Kinder hast oder wenn du einen Vollzeitjob hast, dann bist du so in diesem Hamsterrad drinne. Dass es schwierig ist zu sagen, so, wer bin ich denn eigentlich? Ja, und dem Raum zu geben. Ja. Und eben auch so, es gibt ja so dieses, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du dich umgibst. Wenn du immer mit den gleichen Menschen zusammen bist und die nicht auf dem Pfad der Persönlichkeitsentwicklung sind, wenn du dann diejenige bist, die vorangeht, das ist auch nochmal eine besondere Herausforderung. Also wenn das auf mich zutreffen würde, wäre ich auf jeden Fall ganz ein bisschen Hund, ein bisschen Pony, ein bisschen Huhn und zwei Freunde. So, ich glaube, das ist das, was mich am meisten umgibt. Wo ich auch sagen muss, ich finde die Umgebung von Tieren halt auch einfach wahnsinnig schön, weil es spiegelt einen nochmal nonverbal. Und das ist so etwas, wo man auf die Gefühlsebene gehen muss. Also mein Pony merkt, wenn ich nicht gut drauf bin, dann kommt es nicht freudig auf mich zu. Wenn ich aber in mir ruhend bin und voller Liebe, dann kommt es sofort auf mich zu, weil es diese Energie spürt. Und
Deswegen war ja auch einer der Punkte, warum ich dann hier gelandet bin, so im Niemandsland, weil ich einmal gesagt habe, ich finde Tiere so toll, wo ich früher gar nicht so die Verbindung hatte. Und wenn man da die Möglichkeit hat, für einige ist es die Natur, für einige ist es der Sport, wo sie irgendwie so richtig für sich irgendwie ankommen. Und da für mich so das gefunden zu haben, war auch ganz wichtig, weil viele, die auf die Insel kommen, die machen Wassersport und gehen zum Beispiel surfen oder kiten. Das ist halt die perfekte Insel. Und ich habe gemerkt, ich habe alles so ein bisschen ausprobiert, habe gemerkt, das ist nicht meins. Ich bin wirklich die Tiere. Und das hat auch eine Zeit gedauert, bis ich dann Leute gefunden habe, hier vom Tierschutz, um da ein neues Umfeld aufzubauen. Also auch da zu schauen, was sind eigentlich meine Hobbys, weil ich hatte früher keine richtigen Hobbys. Also wenn man richtig Vollzeit so arbeitet, die wenigsten Leute haben richtige Hobbys. Also damit meine ich Sachen, die man gerne macht und regelmäßig verfolgt. Nicht Netflix gucken, nee, nee, regelmäßig verfolgt. Und plötzlich hatte ich auch den Raum, um Hobbys zu entdecken, um Leidenschaften zu entdecken. Und das war eigentlich so richtig spannend. Ich meine, wir haben hier bei den Feuerhintergrund und genau das ist dann auch entstanden. So richtig Feuer, Leidenschaft aus mir heraus, wofür ich wirklich wieder brenne, was mir so viel Spaß macht, ne? Sei es das Thema Design, sei es das Thema Tierschutz. Und dieser Raum wurde eigentlich erst aufgemacht, weil ich mich das erste Mal damit wirklich konfrontiert habe. Ich fühlte mich so joblos, hobbylos, ne, alles so, nichts ist da. Die Trauerphase ist irgendwann durch und dann das Neue zu entdecken ist einfach, ja, ist so ein richtiger Neubeginn irgendwie. Es war toll. Ja, für alle, die jetzt uns nicht im Video sehen, sondern uns nur zuhören im Podcast, würde ich gerne einmal reingeben, wie sehr du gerade anfingst zu strahlen, deine Augen fingen an zu leuchten. Wahnsinn, als du gesagt hast, so ja, diese Leidenschaft entwickeln. Ja, und da möchte ich gerne so ans Lagerfeuer die Frage geben, wirklich, wofür brennt dein Herz und wann wird es in dir still? An Ja. mich? Nein, also an alle, Ans die am Lagerfeuer. Lagerfeuer Ach. sitzen, genau. Und aber mach gerne. Aber wir haben es ja eigentlich gerade schon so sehr beantwortet, ne? Und ich fand's auch ganz schön, was du gesagt hast mit deinem Pony. Weil ich bin ja auch pferdegestützte Coach, also die Pferde unterstützen mich ja in meiner Arbeit. Und das ist genau so, dieses, die merken, wenn wir wirklich bei uns sind und wenn wir in dem sind, was uns ausmacht. Und dann kommen die. Und das finde ich auch so berührend. Und deswegen konnten die dich auch so unterstützen, weil sie dich gespürt haben in deinem Prozess. Absolut. Ich habe auch schon viele pferdegestützte Coachings selber bekommen. Einmal auch, als ich früher Führungskraft war, aber auch wir bieten das hier auf dem Hof an. Und was ich immer spannend finde, wie unklar wir Menschen zum Teil kommunizieren. Und das wirst du ja selber aus deinen Coachings mit den Pferden kennen. Wir machen das dann auch immer, dass wir es per Video aufnehmen. Und dann sagt man zwar zu dem Pferd irgendwie so, komm jetzt mit, aber meine ganze Körperhaltung sagt, bleib da stehen. So, und da die Pferde uns ja nicht verstehen, wenn wir reden, ist so die Körperhaltung so eine Unklarheit. Und das finde ich ist einfach auch eine schöne Arbeit. Das merkt man einfach, wenn man mehr mit Tieren zusammenarbeitet, dass man da im Innen und im Außen in einer Stimmigkeit sein muss, um mit den Tieren zu arbeiten. Ansonsten sendet man halt auch Signale, die Gefahr bedeuten können oder die halt einfach keinen guten Vibe haben. Und deswegen, du machst es in deiner Arbeit, ich in meinem ganz normalen täglichen Doing, sage ich mal. Und für viele ist es eine ganz spannende, kann ich jedem nur ans Herz legen, mal diese Erfahrung zu machen, gerade mit Pferden. Für mich war es auch damals ein riesen Aha-Effekt, mich selber zu sehen, wie ich dieses pferdegestützte Coaching bekomme. Also ich war erstaunt über mich selber. Ich habe gedacht, Mensch, ich sage, bitte Pferd, komm und mach genau das Gegenteil. Ich konnte es nicht fassen. Also das war wirklich für mich nochmal ein Aha-Effekt, wie unklar ich damals in mir selber war. Ja. Und wie wenig körperbewusst wir auch häufig sind. Und das sind ja eben nicht nur die Pferde, denen wir so begegnen, sondern unserem ganzen Umfeld. Und wenn wir dann sagen, das ist mir wirklich wichtig und unser ganzer Körper strahlt das aber gar nicht aus, dann kann unser Gegenüber das ja auch nicht verstehen. Ja, schön, dass wir dieses Thema jetzt auch noch aufgemacht haben. Herrlich. Und möchtest du noch was über den Tierschutz erzählen, in dem du da bist?
Ja, sehr, sehr gerne. Also wir Ja. haben hier einen Tierschutzhof, das ist ein Gnadenhof für Tiere, die in Not geraten sind. Wir haben Ponys, Pferde, Hunde, Enten, Hühner. Und wenn jemand zum Beispiel seine Tiere nicht gut behandelt oder wenn er kein Geld mehr hat, diese Pferde oder seine Hunde zu halten, dann finden die einen Platz hier bei uns auf dem Tierschutzhof. Wir machen medizinische Versorgung natürlich. Wir füttern, sorgen für genug Futter. Wir arbeiten alle ehrenamtlich und alles ist auf Spendenbasis aufgebaut. Momentan haben wir 18 Pferde, 4 Ponys, 7 Hunde und unzählige Enten und Hühner, die bei uns leben hier. Und sind 6 Mädels, die das Ganze hier sozusagen wuppen. Wie gesagt, alle ehrenamtlich neben unseren normalen Jobs, die wir haben. Und für uns alle ist es ein Riesenherzensprojekt, weil in Spanien ist die Gesetzesänderung noch gar nicht so lange, dass Tiere keine Sachen mehr sind. Deswegen hat sich die Lage auch ein bisschen verändert, dass Okay. Hunde zum Beispiel, ne, auch besser behandelt werden müssen. Und wir versuchen auch natürlich Tiere nach Deutschland zu vermitteln. Keine Pferde, sondern dann schon eher Hunde, dass sie eine neue Familie bekommen. Das ist uns ganz wichtig. Ich habe selber ein Tier auch aus dem Tierschutz. Ich habe einen Hund. Und ich habe einen Pony, das habe ich aus dem Zoo hier aufgenommen. Wie man das so kennt, so ein Zwergpony, was so groß ist wie so ein Hund, was man aus dem Zirkus kennt, wollten die im Zoo nicht mehr haben. Das haben wir dann hier aufgenommen bei uns, unsere kleine Attraktion, wenn immer dieses Mini-Pony um die Ecke kommt. Das ist ganz, ganz süß. Und genau, haben auch einen Instagram-Account, Amicap heißen wir, wer da gerne mal vorbeischauen möchte. Also es ist ein ganz tolles Projekt hier auf Fuerteventura. Ja, ich Kann verlinke man uns auch das. gerne besuchen. Genau, Ja. ja, verlinken wir alles. Und dann auch gerne ein Spendenkonto. Ja, genau. Ja. Ja, was für eine wichtige Arbeit. Und ja, irre. Also wenn ich daran denke, dass du vorher im Finanzwesen gearbeitet hast, was ja wirklich so eine kopfgesteuerte, sehr harte und wettkampforientierte Ebene ist. Und jetzt bist du mit den Tieren und da ist so was Weiches, ne? Und die kreative Arbeit, das ist schön. Ja. Ja, es hat auch was mit mir gemacht. Ich war früher, glaube ich, auch sehr hart zu mir selber. Und es hilft mir in der Selbstständigkeit, weil ich ein sehr disziplinierter Mensch bin und sehr zielstrebig. Aber ich durfte meine feminine und weiche Seite auch ein bisschen mehr Raum geben und mehr fördern, um da einfach auch nicht, ja, mehr Liebe zuzulassen. Also alleine für mich, aber in dem Moment dann auch mehr Liebe anderen gegenüber. Und da muss ich sagen, da tat mir Spanien so gut, weil die Menschen sind hier so herzlich. Ich sage immer, in Spanien umarmt man sich diese eine Sekunde länger als in Deutschland. So, es kommt halt ein Tickchen mehr von Herzen irgendwie alles. Auf der Straße wird angehalten, so alle Autos stoppen und man unterhält sich irgendwie kurz, aber keiner darf hier hupen, weil das ist normal. Und oder an der Kasse so quatscht dann die Kassiererin noch mit der Kundin irgendwie Ewigkeiten über die Kinder und tralala und man denkt sich so, Deutschland würde man sich schon längst beschweren, warum geht es hier nicht weiter? Und dieses Miteinander, das finde ich einfach so schön. Das hat auch ganz, ganz viel mein Herz geöffnet, dass hier einfach, wir leben hier ganz wenig Deutsche hier halt nur zusammen, aber wir sind so eine große Community. Man kennt sich irgendwie untereinander, man unterstützt sich. Wir leihen uns Dinge aus gegenseitig, weil unsere Insel ist so klein, man kann ja auch nicht alles kaufen. Wir haben hier nur 120.000 Einwohner auf der ganzen Insel. So, das Okay. heißt, wie viele Paar sind da Deutsche untereinander? Also man kennt sich dann schon. Und das finde ich schön. Also früher habe ich in Deutschland in einem großen Haus gewohnt mit mehreren Parteien. Ich kannte, glaube ich, zwei Nachbarn. So, und hier kenne ich alle möglichen Leute, die irgendwo um mich rum wohnen. Und man trifft sich immer wieder. Und das ist irgendwie, vielleicht hätte ich das auch in Deutschland haben können. Ja, ich hätte auch bei meinen Nachbarn klingeln können und die kennenlernen können. Aber hier ist es mir irgendwie leichter gefallen. So. Ja, weil es jeder so macht. Ja, Ja. genau. Und in Deutschland, wenn du bei den Nachbarn klingelst, gucken vielleicht erstmal, also vielleicht sind sie ja dann auch begeistert, aber vielleicht auch Ja. nicht. Ja. Ich versuche ein bisschen was von dieser Art und Weise auch immer, wenn ich in Deutschland zu Besuch bin, einfach so mit einzubringen. Ich merke, dass viele Leute ein bisschen irritiert sind, auch wenn man sie auf der Straße einfach nur anlächelt, dann immer so, hä, kennen wir uns? Nee, ich hatte dich nur angelächelt. Oder man wünscht noch einen schönen Tag, wenn man, ne, bei der Kassiererin, wenn man weggeht oder so. Ja. So Kleinigkeiten merke ich, wenn ich die in Deutschland dann mache, was für mich normal geworden ist, ist da einfach nicht so Usus, ne? Das ist einfach die Art und Weise. Und da merke ich, das tat mir hier gut. Ich war früher sehr kühl,
sehr auf mich immer bezogen. Und hier ist man ein bisschen weltoffener. Schön. Ja. Kathi, zum Schluss noch eine Frage. Wenn du Menschen, die über Auswandern nachdenken, einen Tipp geben könntest, welcher wäre das? Ist unbedingt mal auszuprobieren. Cool. Unbedingt. Also man hat viel weniger zu verlieren und auch man kann auch von der Krankenkasse und alles, man kann eine Zeit lang auch im Ausland sein, ohne direkt sich abzumelden, umzumelden und diesen Riesenschritt zu machen, sondern es einfach mal auszuprobieren. Vielleicht gibt es die Möglichkeit von der Arbeit oder der Arbeitgeber mal eine Zeit remote zu arbeiten, weil vielleicht ist es gar nicht das, was man sich vorstellt und dann wird man es ewig bereuen, dass man gesagt hat, ach, hätte ich mal. Weil es ist nicht immer alles cool im Ausland. Es kann auch in Deutschland total super sein. Und vielleicht gewinnt man einfach nur eine Erkenntnis durch die Zeit im Ausland und kommt dann mit einem besseren Vibe wieder zurück. Ja, schön. Ja. Danke, Kathi. Das war ein super schönes Gespräch. Ja, ich schicke dir ganz liebe Grüße auf die Insel und in den Süden. Ich sitze nämlich tatsächlich jetzt gerade in Hamburg. Ich bin für eine Woche hier. Ich bin gestern Abend angekommen und sitze hier mit einer Wärmflasche. Ja. Und vielen Dank, dass du dich zu mir und zu uns gesetzt hast, Kathi. Ja, vielen lieben Dank dir für die Einladung. Und ich schicke dir dann, ich brauche keine Wärmflasche, ich schicke dir wundervolle 25 Grad nach Hamburg zurück. Oh, herrlich. Danke, nehme ich. Ja, alles Liebe. Tschüss. Oh Gott, sag mal. Das Ding, das sage ich jedes Mal, ich muss mir eigentlich eine Brille bereitlegen, um den Knopf zu finden, wo ich die Aufnahme stoppe. Da oben. Jetzt.